Hallo, liebe Deutschlerner! Ich habe mich entschieden, eine alte Serie zu erneuern. Ja, ich starte wieder Let's Plays. Diesmal mit einem sehr alten Spiel, aber eins meiner Lieblingsspiele, Baldur's Gate. Warum mache ich das? Warum mache ich ein Let's Play? Beziehungsweise ein Let's Play and Learn German. Ja, das ist der Titel der Serie. Nun, ich mache dies, weil ich selber so gelernt habe. Als ich angefangen habe, Italienisch zu lernen, habe ich ein Let's Play auf Italienisch geschaut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, weil man sehr einfach erraten kann, worüber der Spieler spricht, ja, und worum es geht, ja. Es gibt eine Geschichte, der folgt man, ja, man sieht die Objekte auf dem Bildschirm, insofern kann man sehr gut erraten, worum es geht, ja. Und besonders bei Baldur's Gate gibt es auch eine schriftliche Komponente, also man kann einen Text lesen. So kannst du den Text lesen und dabei auch die Aussprache verbessern. Ja, also diese Methode ist besonders für dich geeignet, wenn du deine Aussprache verbessern möchtest, wenn du auch deine Satzstruktur verbessern möchtest, wenn du Vokabeln besser lernen möchtest. Ja, es basiert eben auf der natürlichen Methode, der Methode, mit der ich lehre. Ja. Du kannst mal recherchieren, Authentic German Learning und natürlicher Ansatz des Sprachenlernens. Ja, wenn du das recherchierst, dann findest du meinen Artikel über den natürlichen Ansatz des Sprachenlernens. Ja, oder auf Englisch Natural Approach to Language Learning und dann Authentic German Learning und dann findest du meinen Artikel, wo ich den natürlichen Ansatz erkläre. Ja, und so bringe ich dir auch Deutsch bei mit diesem Let's Play. Ja, das ist der erste Grund. Ja, und wie gesagt, es ist geeignet für Leute, die Deutsch lernen möchten auf eine natürliche Art und Weise. Und es funktioniert am besten, wenn du Anfänger oder Fortgeschrittener bist oder auf der Mittelstufe bist. Ja, wenn du auf der Mittelstufe bist, dann funktioniert es am besten, ja, wenn du 50, 60, 70% verstehst. Vielleicht funktioniert es auch, wenn du weniger verstehst. Das musst du selber ausprobieren, musst selber schauen, ob du Spaß hast daran, dieses Let's Play zu schauen oder nicht. Und so wirst du sehr effektiv Deutsch lernen. Wenn du Anfänger bist, wird es eventuell auch funktionieren, ja, aber es ist hauptsächlich für Leute, die Mittelstufe erreicht haben. Ja? Ich vergesse immer das Wort für Intermediate, ja? Also Mittelstufe. Wenn du auf der Mittelstufe bist, das heißt B-Level, dann funktioniert dieses Let's Play sehr gut für dich. Ja? Du wirst sehr viel lernen. Und der zweite Grund, warum ich dies mache, also der erste Grund war, weil ich selber so gelernt habe. Der zweite Grund ist, dass ich dich unterhalten möchte und auch mich selber unterhalten möchte, weil ich zurzeit an einem großen Projekt arbeite. Ich arbeite gerade an einem großen Kurs für euch und dies ist auch der Grund, warum ich wenig Zeit hatte, in letzter Zeit YouTube-Videos hochzuladen. Aber damit ihr mich nicht alle vergisst, möchte ich wieder ein paar Videos hochladen, aber da ich keine Zeit habe und ab und zu auch mal ein bisschen Erholung brauche, habe ich mir gedacht, warum nehme ich nicht einfach auf, während ich mich erhole mit diesem Computerspiel? Okay, ich arbeite ja sehr, ich investiere viel Zeit in dieses Projekt. Und wenn ich das nicht tue, dann möchte ich vielleicht mal ein Computerspiel spielen und dann könnt ihr auch daran teilhaben. Ich bin jetzt auf Twitch, also wenn du
unter den Ersten sein möchtest, die das Let's Play sehen, dann besuche Twitch und suche nach Authentic German Learning. Und dann findest du das Let's Play zuerst und dann erst später werde ich es auch auf YouTube veröffentlichen. Okay, vielen Dank im Voraus fürs Zuschauen und falls du mein Schüler sein möchtest, sag mir Bescheid, info@authenticgermanlearning.com oder besuche einfach authenticgermanlearning.com und klicke auf den Button. Okay, bis dann. Tschüss.